Hallo, willkommen zum neuen Video. Heute mache ich das Soldatengrabmal auf einem Samsung iPad oder Samsung Pad. Kamera habe ich abgeklebt, den Hintergrund entfettet und ich starte mit dem opaken Weiß. Schwarz und Weiß sind opak, alle anderen Farben sind transparente Candies. Ich habe jetzt aus dem Papier so eine Kante rausgerissen, die wie so ein Hügel aussieht, quasi für den Hintergrund. Und das Schwarz des Hintergrundes habe ich jetzt halt genutzt für den ersten Step. Ansonsten gibt es bei der Schablone halt die erste Schablone, also das Negativ von dem oder Positiv von dem zum Vorlegen des Ganzen. So, jetzt nutze ich transparente Farben. Ich habe mit Gelb angefangen. Dann kommt jetzt ein Feuerrot, gefolgt von Magenta und einem Cyan zum Schluss. Und ich versuche halt immer die Farben in die nächste Farbe hineinfließen zu lassen, sodass es halt schöne Mischtöne gibt. Wie man sehen kann, sind jetzt oben Blau-Violett-Töne und unten sind Rot-Orange-Töne. Und dieses Soldatengrab lasse ich jetzt halt gleich schwarz-weiß, wie man sehen kann. Man kann aber auch den Hintergrund komplett schwarz auf weiß lassen. Dann sieht es ein bisschen edler aus. Das ist halt nicht so furchtbar bunt. Aber so unterstützen die Farben halt das Bild, weil das so ganz gut rauskommt durch das Schwarz-Weiß mit dem Bunt. Als Hintergrund mache ich jetzt einmal so einen zweiteiligen Mond. Das heißt, also ich sprühe einmal nur leichte Sichel mit dem Muster und einmal mit dem runden Kreis. Und ich habe auch so eine Wolkensilhouette. Das heißt, ich helle ein bisschen den Hintergrund dahinter auf. Und schon hat man so den Eindruck einer Wolke, die da wäre. So, und jetzt kommen zwei Schablonen, einmal grau, einmal weiß. Also in dem Fall fülle ich jetzt eigentlich alles relativ in einer Farbe aus. Man kann natürlich aber auch schon in der Schablone arbeiten. Das heißt, dass man zum Beispiel im Helm Teile vielleicht ein bisschen dunkler lässt, also von dem Gewehrkolben. Ich mache es am Ende mit Schwarz, aber man kann es natürlich auch, das nenne ich so, arbeiten in den Schablonen. Schon so machen, wenn man es öfters gemacht hat, weiß man, was man heller und dunkler lässt. So, jetzt kommt die Highlight-Weiß-Schablone. Da gilt das Gleiche. Das heißt, man kann es jetzt in einer Farbe komplett ausmalen. Kann natürlich aber auch gucken, dass man, sagen wir mal, mit 70% Weiß arbeitet und einige Sachen als Highlight in dem Motiv heller lässt. Wie zum Beispiel jetzt so die Erkennungsmarken. Eine weitere Möglichkeit besteht natürlich noch, indem man halt, wenn man den Hintergrund schwarz-weiß lässt, dann zum Beispiel Schuhe und Helm in Farben setzt. Das jetzt noch zu machen, das würde dann halt zu kitschig wirken, weil einfach dann zu viele Farben drin sind. So, habe ich jetzt noch ein paar Sternchen gesetzt. Und ich habe es auf schwarz gewechselt und mache noch so ein bisschen die Schattenseite des Mondes noch ein bisschen deutlicher. Und wie gesagt, jetzt kann man dann halt mit Freihand oder auch mit der Vorlegeschablone so ein bisschen noch Licht und Schatten reinbringen, ein paar Schatten verstärken. So, das war's. Wenn es gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Bis dann. Ciao.